Okay. Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Givaldo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 3. Wir befinden uns hier in der Hauptzentrale mit der guten Lorelei. Die müssen hier irgendwo rumlungern. Ich sehe sie gerade nicht. Wir waren beim letzten Mal stehen geblieben und zwar haben wir eine Quest gehabt in unserem Log. Töte Killer World. Das würde ich jetzt als nächstes machen. Das ist eine Nebenmission. Level 13, genau unser Ding. Genau das, was wir machen möchten. Und jetzt muss ich mal gerade schauen, ob mein Mikro wieder richtig eingestellt ist. So wie immer. Ihr kennt es ja. Ihr wisst auch, wie es läuft. Test, Test, Test. Ja, ich glaube, so ist gut. So, also. Töte Killer Vault. Killer Vault, ein Banditen-Echo-Streamer, veranstaltet seine persönlichen Battle Royale. Wenn es nach Moxie geht, gehen Killer Vault bald die Lichter aus. Das werden wir auf jeden Fall in Angriff nehmen. Wir befinden uns hier. Wo ist Killer Vault? Wo ist er? Da hinten ist er. Aha. Also einfach im Grunde geradeaus durch. Da, wo wir vorhin waren. Ja, genau da, wo wir vorhin waren. Da, wo wir unsere, was gehen hier ab, unsere Schlacht hatten, wo die Treppen gingen. Ich würde sagen, wir nehmen direkt unser Fahrzeug und machen uns auf den Weg. So, Fahrzeug respawnen, jawohl. So, dann auf. Ab dafür, mein Freund. So, wir zerstören natürlich alles, was uns in den Weg kommt. Ihr kennt es doch. So, bin ich hier überhaupt richtig? Ich glaube schon. Von hier geht's auch hin. Yes. So, kleinen Unfall bauen, alles gut. Wahrscheinlich sind die Gegner hier wieder alle da, ne? Weil ich habe ja gespeichert. Was haben wir hier Schönes? Nichts. Wer schießt hier? Ich sehe niemanden. Sind hier oben welche? Sieht im Moment nicht danach aus. Ja, dann machen wir uns doch direkt auf. Achso, da unten fahren irgendwelche Fahrzeuge. Die interessieren mich herzlichst wenig. Nadu? Brutlos. Haustier wird. Ey, das gefällt dir, ne? Ja, ich weiß. Crazy, ey. Was wir für Bestien dabei haben, das ist. Wow. So, hier müssen wir hin. Lektra Stadt. Eine leckere City, bei der wir jetzt diesen Killer Vault. Oh, KV. Ist das Killer Vault City oder was? Das ist seine Stadt? Oder warum kommen wir jetzt hier hin? Wir werden es herausfinden. Das wird anscheinend nicht so einfach. Wenn dem hier die ganze City gehört, dann wird das eine riesige Schlacht. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe mich schon ballern ohne Ende. Ohne Wiederkehr. Aber wenn wir einen Auftrag bekommen, vor allem auch noch von Moxie, dann können wir nicht Nein sagen. Da müssen wir auf jeden Fall ran. Wir werden Killer Vault vernichten. Wir werden ihn zerstören. Wahrscheinlich habe ich jetzt voll die große Fresse und am Ende falle ich selber drauf. Yeah. Geht schon, geht schon. Ich bin sehr zuversichtlich, was das angeht. Der Gewinner von Killer Vaults Wettkampf winkt eine Nacht mit ihm. Was? Für eine Frau gibt es viele Gründe, einen Kampf bis zum Tod zu bestreiten. Geld, ach so. Ruhm, eine Waffe, mit der man das Gesicht des Gegners schmelzen kann. Aber eine Nacht mit Killer Vault? Das lohnt sich nicht. Natürlich Vertrau nicht. Mir. Aha. Oh, ein Wort der Warnung. Jedes Wort aus seinem Mund lässt meinen Finger am Abzug zucken. Du verstehst schon. Bald wird abgedrückt. Ich habe schon verstanden. Wir haben hier ein Schild. Das ist stärker und die Ladegeschwindigkeit ist auch etwas höher. Weißt du was? Nehmen wir. Wird ausgerüstet. Ich meine, warum auch nicht? Wir sind hier. Ah, okay. Wir haben ja auch eine Fast-Travel-Station. Finde ich ganz gut. Was? Contestants only. Okay. Wettbewerber, also die mitmachen wollen. Was geht denn hier ab, Alter? Okay, Moment. Wir haben hier ein Maschinengewehr gefunden. Ich schau mal gerade, ob sich das lohnt.
Was haben wir eigentlich im Inventar alles? Actionfigur. Ach, das ist ein Kopf. Bestienmeisterkopf. Ja, ab dafür. Sollten wir mal so eine Station finden hier, so einen Automaten, dann ändern wir natürlich wieder unseren Kopf. Wir sind ja momentan dieser Samurai-Krieger. Was eigentlich auch ganz cool aussieht, muss ich sagen. Das sortieren nach Typ, nach Hersteller. Ich kann das sortieren. Ach so. Ja, das ist mir eigentlich egal, wie wir das sortieren. So, das haben wir. Wir haben doch irgendwas aufgenommen, irgendein Schild. Dieses Schild hier nämlich, das würde ich verschrotten. Und dann haben wir hier ein besseres Schild, das wir behalten wollen. So, was ich eigentlich machen wollte, das Maschinengewehr. Ist das gut oder nicht so? Das ist ja mega schlecht. Und hier haben wir noch eine Snipper. Ja, nee. Nein. Nein, absolut nicht. Nope. Kein Interesse. Dann gehen wir mal rein, schauen uns das Spektakel an. Moxie, ich hatte gehofft, dass du kommst. Willst du auch um den Hauptgewinn kämpfen? Was? Aber sowas von. Ich habe einen Champion dabei, der in meinem Namen kämpft. Außerdem will ich es in die Länge ziehen. Meine Schaltkreise aufladen, bevor wir die Verbindung herstellen. Oh, meine Drähte kribbeln. Ich soll zwar niemanden bevorteilen, aber ich spüre, wie sich die Luft statisch auflädt. Ah, ja. Wer liebt dich, Killer-Roy? Killer-Cam. Dieser Streamer. Immer dieser Streamer, weißt du? Willkommen bei Wer vögelt den Bazillionär? Die Regeln sind einfach. Jeder Teilnehmer hat eine Marke. Wer zuerst 4 Marken hat, gewinnt eine wilde Fahrt im Killer-Volt-Express. Geil. Damit meine ich 6! 2 Runden, wenn der Saft nicht ausgeht. Alter, ich hoffe, dein Saft geht aus. In Ordnung, Wollköpfe! Lasset die Spiele beginnen! Du kommst hier nie lebendig raus, Kammerjäger! Alles klar, ich hab schon verstanden. Während du machst, was du am besten kannst, überlege ich mir, wie man Killerwolfskabel ein für alle Mal durchtrennen kann. Okay, wir sehen uns in der Bar. Nein, scheiß auf Killerwolf. Ja, ist ja gut. Moment. Schrei doch nicht so rum, Mann. Alter, ich schieß dir gleich ins Gesicht. Wo ist sie? Ah, okay, die sind weg. Die sind weg. Das heißt, wir können uns hier ganz und gar konzentrieren auf diese Aufgabe. Hier werden aber wahrscheinlich Gegner antanzen, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Was ist das hier? Eine Speicherstation. Bereich entdeckt. Marktviertel. Natürlich. Alter, ich will da nur hier hoch. Ich will nur hier hoch. Danke. Fanatiker. Unser Haustier, wenn ich mal fragen darf. Greift er auch mal an. Okay. Ich habe keine Angst vor dem Kopf. Okay, ich muss sehr oft nachladen. Bei der MP hier. So. Nice. Oh, da oben. Oh, Moment. Das war einmal ein astreiner Headshot. Hau ab. Raubein. Okay, wir müssen die Lab laden. Dein schönes. Ab dafür. Mist, zu weit geworden. Natürlich ist er das hier. Oh nein! Der Bruiser. Okay, tschüss. Huh. Was hat er denn hinterlassen? Eine Snipper. Ja, nein. Nicht so. Okay, Moment. Das ist mir hier zu abgedreht. Ich brauche meine
meine Hotgun. So, komm mal her jetzt. Und tschüss. So. Bisschen Geld abgrabbeln zwischendurch. Ich sag doch, das wird sehr, sehr wild hier. Und ich sollte Recht behalten. Oh, ich sehe gerade auf der Minimap, da ist eine Aufgabe für Claptrap. Ein toter Claptrap. Den schnappen wir uns gleich mal. Der müsste da oben sein, da ich sehe ihn schon. Ich mag deine Begeisterung, Mann. Bestie. So. Teile bergen, bitte sehr. Okay, das war's. Okay, Claptraps Auge haben wir gefunden. Mal sehen, ob wir ihm ein neues Auge besorgen können. Was geht denn mit dir ab, Mann? Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine stärkere Shotgun. Die sollte eigentlich richtig reinhauen, wenn ich drauf baller. Die ist leider... Das ist leider nicht der Fall. Ja, ja, ist gut. Und tschüss. Ein Schüsschen noch. Wenn ich treffen würde. Alter, komm her. Was? Ich bin nur eine ewige Jagd. Okay, hier haben wir eine Shotgun. Aber die hat eine Magazingröße von 1. Nein, das will ich wirklich nicht. Das will ich echt nicht. Magazingröße 1 ist das Schlimmste. Nach jedem Schuss musst du aufladen. Das ist echt ätzend. Auch wenn die super stark ist wahrscheinlich, aber... Nee. Nee, das möchte ich nicht. Die würde ich mal gerne gegen die Pistole eintauschen. Ich meine, die ist doch sehr stark, ne? Yeah, komm. Die probieren wir jetzt mal aus. Also wirklich, Shotgun, ein Schuss. Nein, wenn die so stark ist mit 10er Magazin, sofort. Da bin ich dabei. Was ist das denn? Ein Schild, 149? Nein, das ist zu schlecht. Tut mir leid. Mehr Glück beim nächsten Mal, dieses Schild. So, wir sollten der Questmarker mal hinterhergehen. Ich lasse mich zu sehr ablenken hier von irgendwelchem Zeugs. Oh, eine bessere Granate. Ja, damit. Merci, siehst du? Kaum schaue ich mich um und schon finden wir irgendwas Geiles. Und genau so werden wir unsere Ausrüstung so weit maximieren. Da werden die Gegner irgendwann... Die werden schon umfallen, bevor ich schieße. So. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's auch nicht hoch. Gut. Questmarker. Ach, das ist gar nicht hier um die Ecke. Alter, das ist ja mega groß hier. What? Ich habe das nicht erwartet. Muss ich sagen. Das habe ich nicht erwartet. Egal, wir gehen mal weiter. Ich dachte, das ist jetzt hier so eine kleine Area, wo wir Killer Bolt umhauen, aber nein. Leider nicht. Was heißt leider? Voll geil. Also ich bin... Das Spiel begeistert mich immer mehr. Man hat so Bock, man hat einfach Bock zu looten, man will einfach die besten Waffen finden. Die Gegner einfach so brutal wie möglich umhauen. Und genau das gelingt uns ja, das ist ja das Gute dabei. Noch stärker. Ja, der Radius ist mir aber zu gering. Der ist mir zu gering, leider. Wenn der Radius noch etwas stärker wäre, dann bin ich dabei. Okay, wir gehen erstmal hier in die Richtung, links. Und schauen uns an. Da hinten müsste die erste Marke sein. Da wollen wir doch mal hin. Als ich mit Killerwald zusammen war, war er einfach nur Kenneth. Die Trennung hat ihn hart getroffen. Er trank Batteriesäure, um Muckis zu kriegen. Ich muss einen Weg finden, seine Ladung zu dämpfen. Was mich auf eine Idee bringt. Hol Moxie ein paar Batterien, ja? Batterien? Was? Sammle Batterien, 3 Stück. Ja, gut, kein Problem. Moxie, ich tue doch alles. Für dich tue ich doch alles, das weißt du. Die Granate brauchen wir nicht. Okay, wir gehen hier in diese Richtung da hinten zu diesem Kran. Alter, die City, ne? Die City. In the city. Oh yeah. Sorry. So, wie kommen wir denn jetzt am besten dahin? Eine Speicherstation. Das heißt, wenn wir
sterben sollten, wovon ich jetzt nicht ausgehe, werden wir hier wieder landen. Gut. Gut, 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 gut. So. Munition brauchen wir anscheinend keine mehr. Das ist ganz gut. Dann sind wir sehr gut ausgestattet, ausgerüstet für diesen Kampf. Das könnte schwierig werden. Ein Fanatiker. Da willst du nicht mal angreifen? Alter. Ja. Die Pistole ist schon stark. Wenn man trifft, ist der Gegner weg. Moment mal, what? Schaden 47. Zielgenauigkeit geht etwas runter. Handhabung auch. Nachladezeit aber hoch. Leider nur 5 im Magazin. Boah, aber die ist stark. Ja, weißt du was? Wir probieren es mal aus. Wir probieren sie aus. Mal gucken, wenn sie was kann, behalten wir sie. Sag mal hier, Geld. Was ist denn hier eigentlich über uns? Auf der Minimap sehe ich irgendwas über uns. Oder kann man hier drauf? Kann man da drauf? Ja, das würde ich gerne ausprobieren. Oh ja, hier, da sieht man schon, dass man draufklettern kann. Aber wie komme ich da hoch? Wir wissen, was da oben ist. Vielleicht über dieses Gebäude da. Ich habe keine Ahnung. Was? Warum brennen wir? Alter, ich bin da reingesprungen. Schlauster Mensch ever. Okay, wir gehen erstmal hier lang. Scheiß drauf, auf das Gebäude kommen wir vielleicht noch. Natürlich. Wo sind sie? Okay, die Kugeln explodieren einfach. Wir haben einfach so eine Rakete als. Also so eine Pistole als Raketenwerfer. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Okay, die ist zwar stark, aber die Magazingröße gefällt mir überhaupt nicht. Was zum Henker? Was passiert hier? Alter, war das knapp. Okay. Ziel vor Augen. Soll er doch Dreck labern, bevor wir ihm die Fresse mit Seife auswaschen. Boah, die Pistole ist schon stark, aber ich habe das Gefühl, unsere alte Pistole ist besser. Die werde ich verschrotten. Sorry. So, ab dafür. Rein damit und let's go. Komm schon. So. Ja. Wir kämpfen für die Miss Moxie, aber hauptsächlich kämpfe ich nur für mich selbst. Was ist das denn? Nein, leider nicht. Leider gar nicht. Okay. So. Wow, das war vorhin aber sehr knapp. Als ich da unten lag. Hätte ich da den Handy nicht verteilt, das wäre böse geendet. Das hätte böse Ende können. Lass dich von der Jagd mitreißen. Jawohl, komm. Sieht aus, als würde Moxies Crew komm, du gehst mal auf den. Sandy ohne C von Pandora antreten. Ihr fehlen 13, aber sie kämpft immer noch wie eine Psychopathin. Alles klar, Alter, wo... Was? Wo kommt sie denn her? Ciao. What the fuck, was ist da los? Okay, ich glaube, die Shotgun ist mir gerade zu schwach. Ich würde gerne umsteigen auf die hier.
Alter, stirb! Boah, Sandy ohne C. Ach, das ist ja ein Bossgegner. Ciao, Sandy. Und das war's für Sandy. Scheint, als müsste da jemand auf seine Fußmassage vor dem Sex verzichten. Mehr Glück beim nächsten Mal, Sandy. Fußmassage vor dem Sex. Alter. Leute, habt ihr das gesehen? Wer bist du denn eigentlich? Alter, ist sehr wild hier wieder gerade. Sehr, sehr wild. Du bist ja immer noch da. Jetzt aber nicht mehr. Nice. Alter. Trudy the Toadless. Geil. So, was haben wir denn hier für eine Pistole? Absoluter Schlunz. Ein MG. Okay. 40er Schaden. Aber Moment, da ist ja noch jemand. So, jetzt nicht mehr. Was für eine Show! Moxys Crew weiß, einem Mann zu imponieren. Wer gewinnt, darf mir sein Sohn. So, mal, darf ich hier mal gucken? Die Sniper hier, die interessiert mich nicht mehr. Nein, die interessiert mich nicht mehr. Die Pistole, das ist eine MP. 18er Schaden. Ich schau mal gerade. Le MP. 18er Schaden haben wir auch. Aber ist sie besser? Nein, die ist schlechter. Magazingröße ist zwar mehr, also höher, aber das reicht mir nicht. Das ist nicht das Wichtigste. Schaden, Freunde. Ich muss Schaden verteilen. Wo ist denn hier? Ich habe da vorhin eine Shotgun hier gesehen. Oder ich habe das... Oder nee, das Ding sieht aus wie eine Shotgun. Deswegen dachte ich das. Nee, ist aber eine Snipper. Nicht Schnipper. Damit schnippen wir sie weg. So. Das Ding finde ich cool. Trudy the Toadless. Das ist ein Magnet. Ah, Claptrap, da dran hat es mal gehangen. Ganz am Anfang des Spiels. Ich erinnere mich sehr gut. Okay, Moment. Ich muss hier erst einmal Batterien sammeln. Und auch diese Marke. Aber wo ist die Marke? Wo ist Le Marque? Hat sie das fallen gelassen? Habe ich das jetzt verpasst? Das habe ich verpasst. Alles klar. Ja, Sandys Marke. Noch zwei Gegner für Moxys Crew. Hat sie genügend Stehvermögen? Ja. So. Ja, das hat sie. Glaub mir. Das glaube ich sehr gerne. Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, die anderen Teilnehmer zu töten. Jeder, der darum kämpft, mit diesem Mann zu schlafen, ist eine Schande für die Gesellschaft. Das glaube ich gerne, Moxie. Aber warum hast du das dann getan? Wenn ich fragen darf. Wieso hast du dich dann von diesem Herrn schänden lassen? Oh, hier ist eine Shotgun. Moment. Deswegen dachte ich, ich habe eine Shotgun gesehen irgendwo. Moment. Hallo. Ja. Aber ja, das ist schon viel besser. Aber die Zielgenauigkeit. Alter, warum ist denn die so schlecht? Zielgenauigkeit? Ja, ist ja eigentlich egal. Die hat Schaden. Wenn ich schieße, treffe ich. So schlecht bin ich nicht im Zielen. Ich will die jetzt schon Favorit setzen, weil unsere alte Shotgun ist mega mies gewesen. Habe ich das Gefühl. Vielleicht ist sie auch mies, aber wir werden es sehen. Wir probieren es aus. So, hier haben wir eigentlich alles gemacht, glaube ich, oder? Kann man da noch hoch? Guck mal, auf der Lumini-Map. Oh, guck mal. Typhon Lock. Ja, das holen wir uns noch. Das werden wir uns noch schnappen. Wo ist es denn? Wahrscheinlich hier irgendwo, ne? Da hinten ist es. Da müssen wir hin. Wie komme ich am besten da hin? Nein, das hat nicht so gut geklappt. Vielleicht einfach rüberspringen? Kriegen wir das hin, soweit? Nein, ich glaube nicht. Das war aber ein knappes Höschen. Was? Willst du mich verarschen? Alter, wenn ich jetzt hier sterbe, dann flippe ich aus. Wegen sowas hier. Das gibt's doch nicht. Mann, der hält sich nicht... Ich hasse dieses, dass er sich nicht festhält.
Das ist echt ätzend. Schon wieder. Was mache ich denn falsch? So, jetzt aber. In meiner Zeit an den Docks hatte ich ständig Kohldampf. Ich habe gebettelt, geliehen und gestohlen für einen Bissen Essen. Und bin ich nachts vor Hunger aufgewacht und hab mein Ratchkissen gefuttert. Einmal haben Kinder um eine saure Gurke gekämpft. Ich habe ihnen eine Geschichte erzählt und sie ließen mich abbeißen. Bis ich die Kammer gefunden hatte, brachte ich so meinen Happen Ratch auf den Teller. Mit Geschichten über meine Abenteuer auf Pandora. Aha. Das ist doch mal was. Sag mal, was ist denn da hinten los? Haben wir da Zuschauer? Kann man die abballern? Nein, kann man nicht. Man kann die nicht. Man kann die abballern. Und die anderen feiern einfach weiter. Okay, das sind nur Zuschauer. Die wollen mir nichts Böses. Alter, die habe ich ja jetzt erst gesehen. What the fuck, ey? So, hier gibt es aber nichts mehr. Hier ist noch ein komischer Weg. Ich guck mal gerade, was hier gibt. Der führt uns schnurstracks hier in diese... Keine Ahnung, wie wir hier runtergekommen sind jetzt. Alter, lass mich durch. Also manche Wege hier, ne? So, da hinten geht's weiter. Ich würde mal gerne schauen, was es hier gibt. Ja, hallo. So ein paar Kistchen, die nehme ich gerne mit. Ja, damit, was auch immer da ist. Na, die Granate brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das haben wir alles schon gelootet, da war nur Geld drin wahrscheinlich. Okay, ja geil. Also, der Blick auf die Minimap lohnt sich. Ein großes Hindernis. Ein großes Hindernis? Was ist das denn? Was ist das? Ich kann nicht sehen, was es ist. Scheiße. Okay, scheiß drauf. Wir können es noch nicht zerbrechen. Ich hoffe, dass wir das irgendwann mal können, weil ich würde gerne wissen, was passiert. Und was dahinter sich verbirgt. So, ein bisschen Moneten abgrabbeln. Danke sehr. Alter, ihr, ey. Wie geil. So. Dann gehen wir zum nächsten Marker. Hier gibt es auch einige Nebenaufgaben, habe ich gesehen. Ein paar Ausrufezeichen. Die schauen wir uns natürlich auch an, aber das machen wir ja nebenbei. So, was bist du? Ach, nicht schwimmen. Okay, alles klar, verstanden. Jetzt wollte ich unbedingt nochmal waschen, weißt du? Bevor wir uns in die Schlacht werfen, aber... Le Game möchte nicht. Oh. Ich bin hier. Oh, der mit deinem Schild, ne? Kriegen wir den am besten weg. Hier mit. Jo. Wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Okay, das war's für ihn. Alter, die Waffe. So. Denkt dran, der Teilnehmer, der alle vier Marken erringt, gewinnt eine heiße Nacht mit mir. Ich will überhaupt gar keine Nacht mit dir, Alter. Wir sollen dich umbringen. Wahrscheinlich ist das der Vorwand, ne? Dass wir uns mit ihm treffen wollen. Ein Roboter-Heide? Ich glaub's ja wohl nicht. Du Rassist. Tschüss. Meine Belohnung. So. War der hier oben irgendwo? Nee, Quatsch, der ist hier. Tschüss. Shotgun. Jo, die ist ganz gut, glaube ich, aber... Passiert, explodiert die? Die explodiert, wenn man sie schmeißt. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber wirklich Schaden macht ja auch nicht, ne? Badass Fanatiker. Alter, hier. Aber Rückstoß? Hat sie ganz schön. Oh mein Gott, was passiert hier? Nein, Granate, Alter. Ich hab die auf mich selber geworfen, ich Idiot. Okay, die ist hart. Die ist hart. Aber wir sind härter. So, ciao. Schnappt euch die Marken, dann können wir zusammen atmen.
Na klar. Nein. Wow. Spüre das heilige Feuer! Nein, ich musste nachladen. Tschüss. Allein und ich sterbe jetzt. Ja, stirb du ruhig. Alter, wow, das war aber krass. Es ist immer noch krass. Wo sind die? Da. Genau darauf habt ihr gewartet. Ich schmecke gut mit Paprika. Was? Ich schmecke gut mit Paprika. Das ist ein kranker Scheiß. Die Nebenquest ist hier übrigens. Das hast du gut gemacht. Ja, absolut. Hier kommen wir hoch. Die Nebenquest würde ich mir mitnehmen gerne. Wie komme ich jetzt dahin? Ich glaube, wir müssen weiter hoch, ne? Ich dürfte da oben sein irgendwo. Ah, kriegen wir schon hin. Wann hast du das denn gegessen? Irgendwie kriegen wir da schon den Weg raus, wie wir da hochkommen. Ah, von wo kann man da runterspringen? Von dem Sendemast hier? Ah, wohl eher von dem Haus, oder? Oder von hier oben. Das könnte natürlich auch gehen. Komm ich hier hoch? Ja. Komm. Komm schon. Okay, es geht nicht weiter hoch. Hä? Moment. Die ist weiter unten. Die ist auf dieser Ebene. Okay. Dann gucke ich mal auf dieser Ebene. Aber hier kommt man nicht rein. Wer ist es? Es ist unten, oder? Natürlich. Ich glaube, Alter. Was haben wir denn hier? Reward. Ich sehe Beute. Warte, Moment. Sag mal. Was passiert jetzt hier? Was geht hier ab? Alter. Was zum Henker? Ich verstehe gerade nicht, was das war. Okay, die haben auch ein Schild. Sheriff-Bot. Ich muss diese Sanitätsbot umhauen. Ich muss sie alle geworfen haben. Feuerbot. Oh mein Gott. Nein. Nein. Oh, den kriegen wir weg. Locker. Okay. Tschüss. Oh mein Gott, Alter, ist das gerade ein bisschen wild hier. Ich hau gerade ab. Ich muss gerade kurz abbauen. What? Mist. Oh, ich glaube, das war's. Ah. Oh, boah, das war aber richtig hart hier. Okay, wir brauchen stärkere Waffen. Wir brauchen unbedingt stärkere Waffen. Alter. Schön, dass du wieder da bist. Ja, klar. Was hat es gekostet jetzt? Was? 1094. Das ist natürlich ärgerlich. Ihr Kackviecher. So, jetzt sind sie anfällig. Hat er sein Schutzschild wieder? Ich glaub's aber nicht. Komm schon. Wenigstens einen. Jawohl. Okay, einen haben wir. Ab zur Front. Halt ihm sein Schild down. Yes. Wieder auf.
Oder besser gesagt, sein Schild. So. Ey. Irgendwas check ich an diesem Sheriff-Bot nicht. Der lädt sich immer wieder auf. Muss ich dem irgendwas kaputt machen? Boah, war das ein krasser Gegner. Das war echt ein überharter Gegner. Okay, wir haben hier eine Sniper bekommen. Die kann aber nichts. Und eine Shotgun. Die gucke ich mir mal an. Au, au, au. Okay, die ist schlechter. Die ist schlechter, die brauchen wir nicht. Leider hat der Sheriff's Bot nichts hinterlassen, was uns weiterhelfen würde. Nein. Oder? Nein. Sag mir nicht, dass es schon wieder... Nein, es ist ein Feuerbot. Okay, die haben wir einfach wegbekommen. Das ist einfach ein Feuerwehrmann, wie es aussieht. So, was liegt hier rum? Klassenmod, die nehme ich mit. Wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Wer schießt denn hier? Was zum Henker? Wer schießt da? Was ist das? Das Kribbeln im Bauch nach einer Nacht mit Killer Volt. Glaubst du wohl nicht. So gut wie das Kribbeln währenddessen. So. Jetzt können wir aber mal in Ruhe, bitte. Kackvieh. Okay, das ist nichts. Zu dieser Nebenquest hier. Alter. Was zum Henker? Da willst du einfach nur so ein Ausrufezeichen dir suchen. Und was ist? Alles um dich herum explodiert. Ich fass es ja nicht. So, jetzt mal in Ruhe jetzt, okay? Alles gut, alles ist gut. Lebensbeweib. Was? Rette eine gefangene Atlas-Soldatin, die etwas verbirgt. Oh. Wenn du das hier hören kannst, ich brauche Hilfe. Okay. Diese KDK, ihre namens Tumorhead, hält mich gefangen. Sie will einen Gefangenenaustausch mit ihrer Freundin Blattschein rausschlagen. Denkt, ich wäre eine Atlas-Soldatin, was ich nicht bin. Okay. Wenn du mir hilfst, wird es sich für dich lohnen. Im Ernst. Geh in ihr Versteck. Es ist bei den U-Bahn-Tunneln. Okay, das werden wir tun. Aber nicht jetzt sofort, weil wir haben ja eine andere Aufgabe. Und das hier nehmen wir auch direkt mit. Gefährliches Zeug zu jagen war gefährlich. Also habe ich mich mit Aslan de Vega zusammengetan. Und wir wollten die Beute 50-50 teilen. Ich hatte ein Näschen dafür, diesen Alien-Scheiß zu finden. Und Aslan schwatzte den Leuten alle mögliche Gratis-Ausrüstung ab. Oder er klaute sie einfach. Am Ende war das mit Aslan eine wertvolle Lektion. Die Person, die dir den Rücken frei hält, ist meist auch die, die dir ein Messer reinrammt. Okay. Darum schnall ich mir immer einen verkufianischen Schinken auf den Rücken. Der ist steinhart, hat mir schon oft den Arsch gerettet. Ein Schinken wird dich nie linken. Ein Schinken wird dich nie linken. Das ist ein cooler Spruch. Gefällt mir gut, der Spruch. Ach, das ist Moxys Bar. Hallo. Hier müssen wir hin, wenn wir die Quest erledigt haben. Die Musik ist auch dieselbe wie aus Borderlands 2. Nice. Schön. Natürlich. So, dann kommen wir dahin wieder zurück. Später. Speichern haben wir hier. Sehr gut. Der Questmarker sagt... Okay. Spüre die Blutgier. Ja. Moment. Wir haben andere Aufgaben. Brutlos. Was machst du da? Komm her. Da müssen wir noch nicht hin. Was ist denn... Oh, ich muss mal gerade auf der Map gucken. Was ist das hier? Erdianische Schrift. Entschlüssele sie. Können wir noch nicht lesen. Aber gut, dass es auf der Map ist. Gut, dass es eingezeichnet wurde. Aber das hier ist nicht eingezeichnet. Das Ding, was wir nicht zerstören konnten. Es nervt mich ein wenig, muss ich sagen. Aber okay. Das ist halt so. Gut, die Dinger müssen wir später noch alle abklappern, damit wir auch ja nichts vergessen. So, hier waren wir noch gar nicht. Da kommen wir bestimmt noch hin. Wir müssen jetzt in diese Richtung. Das Ding ist einfach in der Luft. Was? Töte Killer Vault? Ach so, das ist... Ah, okay. Ja, gut. Aber wir müssen erstmal hier die Batterien sammeln. Ja, Jennys Marke müssen wir uns jetzt holen. Okay, Jenny, macht sich auf was gefasst. Die ist unter uns. Wie kommen wir denn jetzt hier runter?
Wie kommen wir hier runter? An mir kommst du nicht vorbei, Stadtplatz. Kälzer. Was? An dir komme ich also nicht vorbei. Ich bin schon längst an dir vorbei. Alter, ich brenne schon wieder. Wegen so einem brennenden Fass. Familie leben kann. Wir besorgen es ihm am Ende, nur nicht so, wie er hofft. Na? Wo kommt das her? So. Wir besorgen es dem guten... Killerwolf. Alter. Also manchmal ziehe ich so weit daneben. Den hätten wir auch sehr gut gemacht, mein Freund. Sehr gut gemacht, sehr gut. Ja, da kannst du dir auch den Kopf am Asphalt aufschlagen. Wir müssen hier irgendwie runterkommen.